Ihr wisst, ich habe keine Quarzallergie und somit auch überhaupt kein Problem, auf meinem Kanal eine Quarzuhr vorzustellen. Insbesondere, wenn sie mir grundsätzlich so gut gefällt wie das Modell, was ich euch heute zeigen möchte. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich eine Uhr vorstellen, die mir nicht gehört, sondern die mir Peter, ein Zuschauer, zur Verfügung gestellt hat. Es ist die dritte von drei Uhren, die ich von Peter bekommen habe. Und es handelt sich um die Zeppelin 7680-1. Die Zeppelin 7680-1 ist eine Quarzuhr aus dem Hause Zeppelin. Zeppelin gehört zu der Münchner Firma Pointtec, von der Firma, die auch Iron Annie herstellt, beziehungsweise vormals Junker, bevor die Familie Junker die Marke bzw. den Markennamen zurückgenommen hat. Die Zeppelin ist eine sehr schöne Uhr, wie ich finde, für meinen persönlichen Geschmack nahezu etwas zu dressig, zu schön in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt sagen kann. Ich finde sie ausgesprochen gelungen, insbesondere für einen Preis von 279 Euro. Das ist der Preis, für den ich sie bei der Galeria Kaufhof im Internet gefunden habe. Ich glaube, der Listenpreis bei Zeppelin liegt bei 299 Euro. Ich weiß auch, dass man sie mit etwas Suchen deutlich unter 279 finden kann. Das war aber der Preis, den ich gefunden habe. Diese Uhr ist aufgelegt worden zum 100-jährigen Jubiläum von Zeppelin. Es gibt auch eine Automatikversion mit der Referenznummer 7620. Diese kostet 2.499 Euro und hat verbaut das ETA 7753. Aber wir wollen uns ja hier die Quarz-Variante anschauen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm, hat einen Horn-zu-Horn-Abstand von 49 mm sowie eine Bauhöhe von 13,1 einschließlich des gewölbten Mineralglases. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht und in ihr ist verbaut das Werk 5130.D. Mehr hat Zeppelin nicht angegeben. Ich kann dieses Werk nicht einordnen. Ich kann euch nur sagen, was dort angegeben wurde. Es ist noch ein Aufkleber drauf. Wie gesagt, an fremden Uhren pittel ich keine Aufkleber ab. Ich finde die Uhr aber auch von hinten ganz schön gemacht. Der Schriftzug 100 Jahre Zeppelin ist nicht zu aufdringlich. Und auch auf der Frontseite finde ich da jetzt nichts, was über die Maßen auf diesen Punkt hinweist. Man kann die Quarzuhr unter anderem daran erkennen, dass die Zeigerachsen der oberen Totalisatoren leicht oberhalb der Linie 3 und 9 Uhr liegen. Bei anderen Uhren ist es noch eklatanter. Hier ist es minimal, aber das ist ein Indiz, an dem ich zumindest häufiger eine Quarzuhr erkennen kann, insbesondere wenn es sich um einen Chrono handelt. Ja, wollen wir doch mal schauen, wie die Uhr in meinem Handgelenk ist. Dafür muss die Lago erstmal runter und packen die Zeppelin an den Arm. Also 42 mm mit einem hellen Ziffernblatt ist schon mega präsent an meinem 17 cm Handgelenk. Das ist schon, also 40 wäre besser gewesen für mich. Wer aber ein größeres Handgelenk hat und einen bezahlbaren, schicken Dresser sucht, dem aber eine sportliche Note nicht fehlt, der ist, glaube ich, hier wirklich gut aufgehoben, wenn man mal eine schickere Uhr für einen besonderen Anlass braucht und nicht über die Maßen viel Geld ausgeben will. Zudem ist Zeppelin, eben wie auch Iron Annie, eine gute Uhr aus gutem Hause.
Da muss man sich keine großartigen Gedanken machen, dass man eine Uhr bekommt, die den Preis, den man zahlt, vielleicht nicht wert wäre. Halten wir die Lago mit 42,5 mm mal neben die Zeppelin mit 42, da wirkt die Zeppelin doch deutlich größer durch die fehlende drehende Lünette, das große Blatt, was bis an den Rand reicht. Also schon sehr präsent am Arm, nicht, dass sie überstehen würde oder unschön zu tragen wäre, aber sie ist einfach optisch sehr groß am Arm. Ich finde die Uhr insgesamt relativ aufwendig gestaltet, auch die Stufung an den Hörnern. Die Hörner sind nicht scharfkantig geschliffen, sondern relativ weich. Und mal schauen, ob man das sehen kann. Ja, hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, dass die Hörner eine Abstufung haben. Es ist ein Teil und das geht auch am Gehäuse weiter. Ihr seht, dass das Gehäuse am unteren Teil eine leicht bauchige Ausbuchtung hat. Also schon eine Verarbeitung, ein Gehäuse, von dem ich denke, dass es etwas aufwendiger ist und nicht einfach nur gerade an den Seiten runtergefräst. Auch bei den Drückern des Chrono sieht man das. Insgesamt wirkt die Uhr dadurch ein bisschen verspielt, vielleicht auch ein bisschen retro. Das gewölbte Glas passt da natürlich perfekt dazu. Insgesamt ist die Uhr im Erscheinungsbild edel. In der Haptik fühlt sie sich von allen Seiten relativ weich an. Also da ist nichts Scharfkantiges dran. Und was mir super gut gefällt, ist der Silberton des Ziffernblattes. Richtig klasse, die Totalisatoren haben einen etwas anderen Schliff, sodass sie je nach Lichteinfall sich absetzen und wirklich gut abzulesen sind, wenn man denn mit oder ohne Brille die kleine Beschriftung der Totalisatoren lesen kann. Aber das ist kein Problem der Zeppelin, das ist ein Problem von allen Chronos in Armbanduhren, dass die Totalisatoren vergleichsweise klein beschriftet sind. Ihr könnt sehen, die Sekundenstoppung erfolgt in Sekundenschritten. Also hier ist kein Werk verbaut, was bei einem Quarzstopper Zehntelsekundenschritte anzeigt. Mir persönlich reicht das. Ich würde wahrscheinlich eine Zehntelsekundenstoppung bei einer Armbanduhr auch bei 42 mm sowieso nicht gut ablesen können. Die Drücker sind vom Druckpunkt her sehr angenehm, lassen sich sehr gut bedienen und die Rückstellung erfolgt, wie ihr gleich sehen könnt, quarztypisch und die Zeiger sind beim Zurückstellen auch sehr gut gesetzt und nullen perfekt. Insgesamt kann ich nur sagen, dass diese Uhr auf mich einen sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck macht und ich mir sie mir, wenn ich denn diese Art von Uhr haben wollte und suchen würde, auch genau so kaufen würde. Dass der Totalisator auf der neuen Uhrposition jetzt noch läuft, ist normal, denn ich habe auch anfangs gedacht, da ist ja nur ein Zeiger, warum läuft der denn die ganze Zeit? Nein, wenn ihr genau hinschaut, da sind zwei Zeiger und beide müssen sich zurücknullen und deshalb läuft dieser Totalisator entsprechend lang. Es sind die Minuten und die Stunden mit zwei Zeigern auf einem Totalisator realisiert. Die Krone finde ich sehr schön, sehr griffig, wirklich angenehm gemacht. Wenn man sie zieht, kann man entsprechend auch überprüfen, wie die Zeigerstellung ist. Na, kriege ich es hin? Kriege ich das sauber gestellt? Da haben wir es. Zeiger sind perfekt gesetzt, kann man überhaupt nicht meckern. Auf der 6-Uhr-Position haben wir einen Alarm, deswegen läuft dort auch nicht die Stunde bei der Stoppung der Zeit, sondern hier wird die Alarmzeit dieses Werkes eingestellt. Und aus diesem Grunde gibt es auf der 9-Uhr-Position auch die Stoppzeitanzeige mit zwei Zeigern für Minute und Stunde. Das ist die Zeppelin 7680-1 für 279 Euro.
leider nur 5 bar wasserdicht und für mich leider auch etwas zu groß. Das Lederband finde ich für den Preis sehr angemessen. Natürlich gibt es da auch hochwertigere Lederbänder, die auch am Anstoß vernäht und nicht nur verklebt sind. Aber angesichts des Preises der Uhr finde ich das absolut angemessen und ich finde auch, dass das Band wirklich gut zu der Uhr passt. Ich zeige euch in meinen Videos immer auch einen Nightshot. Das sind übrigens die 3 Uhren, die mir Peter zur Verfügung gestellt hat. Jetzt machen wir das Licht aus und wenn das Licht aus ist, hat sich das Thema Nightshot auch direkt erledigt, weil ihr seht, die Steinhardt leuchtet, die RHL gibt es ein separates Video zu und die Zeppelin hat keine Leuchtmasse, aber das war auch zu erwarten, nachdem wir die Uhr gesehen haben und die Zeiger angeschaut haben, dass hier nichts leuchtet, war, glaube ich, klar. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt, wie sie euch gefällt, ob sie was für euch wäre, was ihr von dem Preis der Automatik haltet mit 2.499, ist natürlich ein echt satter Sprung von 2,99 oder 2,79 auf 2.499, im Prinzip nur für ein anderes Werk, ist echt eine brutale Ansage, finde ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.